Hallo Mädels und Jungs! Willkommen zu einem neuen Video von Eddie und seiner Kathi. Was macht der Biker, wenn es eine Woche lang nur schüttet und gießt wie aus Kübeln und das Wochenende auch ins Wasser fällt? Also es so stark regnet, dass auf der Wiese im Garten das Wasser steht. Er beschäftigt sich mit etwas anderem als Motorradfahren, nämlich mit dem Stiegenbauen. Ja, und Stiegenbauen ist gleich vorweg, ich bin natürlich kein Tischler oder Zimmermann, aber es macht mir einfach Spaß, mit Holz zu arbeiten. Und ja, bei mir ist der Eingang in einer Höhe von läppischen 54 cm. Und ja, das kann man natürlich nicht auf einmal hinaufsteigen. Da braucht man Stufen und das lässt sich gut durch 18, 19 cm Stufen bewerkstelligen. Und ja, ich habe natürlich die Idee gehabt, mir eine Naturholzstiege zu bauen, weil das natürlich auch am besten zu meinem Holzhaus oder Holzblockhaus passt. Und eine Naturstiege baut man, indem man Holz, das vielleicht einige andere nicht mehr verwenden, auf Lager liegen hat und ja, und dann natürlich die geeigneten Rundhölzer sucht. Ich zeige euch hier eines im Bild. Und als erstes fängt man an, sie von der Rinde zu befreien. Und ja, wenn man die Rinde herunter hat, am besten mit einem Holzstemmeisen, mit dem kann man unter die Rinde fahren, sie leicht anheben, dann geht sie meistens flächenweise herunter. Dann wird das natürlich auf das Maß geschnitten. Und wenn das passiert ist, dann kann man es schleifen. Und ich habe ja eine eigene Art davon. Ich nenne es immer Schleifpolieren, weil ich das so mache, dass ich es zuerst abschleife und dann mit dem gleichen Arbeitsmittel auch poliere. Das Holz wird dann teilweise auch sehr heiß und verschließt die Poren und wird dann wirklich fast glasglatt, schon so glatt, dass es fast keine Flüssigkeit mehr aufnimmt. Und das ist natürlich ideal, wenn man es im Außenbereich verwendet. Ja, wenn man das hat, dann kann man natürlich die hintere Stiege bauen. Und das gleiche macht man mit der vorderen Stiege. So wie auf den Bildern könnt ihr es gut sehen. Und natürlich würde das Ganze irgendwo in der Feuchtigkeit stehen, also wenn es regnet und es steht auf Beton, dann läuft natürlich auch Wasser darunter. Und damit eben das nicht passiert, schraube ich sehr große Sechskantschrauben, Holzschrauben hinein, 14er, 16er Schrauben. Ihr könnt bei einer kleineren Stiege natürlich auch 12er verwenden und lasse sie meistens etwas mehr als 2 cm herausstehen, damit habe ich natürlich einen guten Abstand zur Betonfläche und
zur feuchten Fläche, wenn es regnet. Und somit kann das Holz von unten, auch wenn es lackiert ist, keine Feuchtigkeit ziehen. Und natürlich, wenn es eben flächig aufliegen würde, würde es da unten auch Wasser ziehen. Oder länger im Wasser stehen, wenn schon andere Flächen abgetrocknet sind. Und so hat man den Vorteil, dass man mit den Schrauben durch Ein- und Ausschrauben man nicht nur die Höhe, auch den Winkel verstellen kann, aber man kann sie auch absolut in die Waage stellen. Und auch den Vorteil, dass es, wie gesagt, nicht im Feuchten steht. Ja, nach dem Schleifpolieren und dem Fertigstellen der zweiten Stiege werden die Stiegen natürlich verbunden. Ich habe das mit einem schönen Kirschholz gemacht. Das ist mir beim Schneiden meines Kirschbaumes übergeblieben. Ein schönes gemasertes, hell oder rötliches Kirschholz. Und damit macht man unten zwei Querstreben hinein. Dann hat man einen schönen oder genau den richtigen Abstand. Und beide Stiegen geben sich so viel Stabilität, dass sie auch auf einer ebenen Fläche extrem gut stehen. Ja, und natürlich wäre bei so einer kleinen Stiege kein Geländer notwendig. War für mich aber ein absolutes Muss, da ich ja, wie gesagt, meinen Kirschbaum noch viel Holz übrig hatte. Und das abgeschnittene Holz gelagert habe, trocken. Und ja, schon mal einen Kratzbaum für die Katze meiner Tochter gebaut, mit ungefähr, glaube ich, 1,80 oder 1,90 Höhe. Und ja, jetzt gibt es ein Geländer, und zwar ein Naturholzgeländer. Nicht gefräst, nicht geschnitten, sondern so wie die Äste naturgewachsen sind, mit allen ihren Biegungen und natürlich mit allen Ästen, die wegstehen und an denen man hängen bleiben könnte und sich verletzt, die werden abgeschnitten und dann abgeschliffen, gerundet, damit hier keine Unfallgefahr besteht. Ja, und ich habe natürlich als hinteren Steher zwei gerade oder fast gerade Äste mit einen Nebenast gefunden und als vorderen Teil zwei gebogene Äste und mit ein wenig ja, Anzeichnen und mehrmaligen Einschneiden passen die zwei auch wunderbar zusammen. Und man kann auf ein wunderbares Geländer sich anhalten. Die werden natürlich auch schleifpoliert, wie ich es nenne. Und ja, und auf den Abschlussfotos seht ihr dann natürlich, wie sie nicht nur schleifpoliert sind und ohne Rinde, sondern sie auch lackiert werden. Wenn ihr sie lackiert, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder lackiert sie mit einer Lasur, müsst aber eine Lasur für außen verwenden. Und ja, die Lasuren halten leider nicht so lange. Nach zwei Jahren könnte sie schon wieder streichen. Besser ist es, da eine Lasur von zu nehmen, die höchst UV-beständig ist. Leider wird es von den wenigsten mehr hinaufgeschrieben. Und die wasserlöslichen Sachen sind einfach bei weitem nicht mehr so
haltbar wie Lasuren, die es früher gegeben hatte, mit zwei Komponenten. Ja, und Druckkessel imprägnieren kommt für mich nicht in Frage, weil das Holz dann natürlich seinen natürlichen Farbton verliert und einen grünlichen Stich bekommt. Aber ich habe für mich etwas Spezielles gefunden. Ich verwende einen UV-beständigen Parkettlack. Und es gibt auch Parkettlacke für Außenbereiche, aber wichtig ist, dass er UV-beständig ist. Und ich lackiere es, nachdem ich es auch vielleicht ein- oder zweimal mit einer farblosen Lasur eingelassen habe, die weiter in das Holz einzieht, zwei- bis viermal mit einem UV-beständigen Parkettlack. Was hat das für einen Vorteil? Der Parkettlack macht eine richtige Lackschicht außen, und das Wasser perlt ab. Das heißt, es kann kein Wasser mehr irgendwo eindringen, wenn ihr es wirklich gut lackiert habt und vollflächig. Und damit seid ihr auf der sicheren Seite. Außerdem hält ein UV-beständiger Parkettlack meistens zwischen 3 bis 4 Jahre. Dann solltet ihr ihn nachlackieren. Und wenn ihr keinen Seidenmatten genommen habt, sondern einen glänzenden, dann bringt das alle Farben noch einmal zur Geltung. Die Holzmaserungen, das Helldunkel, es schaut einfach nur genial aus. Und ja, das ist mein Tipp, falls ihr mal Holzarbeiten macht. Und wenn ihr jetzt natürlich fragt, warum habe ich WPC-Platten verwendet? Ja, einfacher Grund, eine WPC-Platte ist wirklich fast unzerstörbar durch Witterungseinflüsse oder Regen etc. und hat auch eine extrem hohe Stabilität, biegt sich weniger als Holz, wirft sich nicht, dreht sich nicht wie ein Holz, wenn man es wieder lackiert und einfeuchtet. Und damit habe ich einfach die Sicherheit. Außerdem ist die Oberfläche sehr glatt, lässt sich ganz easy reinigen mit einem feuchten Tuch oder ist nach dem Regen wieder sauber. Und das war der Grund, WPC-Bretter zu verwenden. Wenn ihr WPC-Bretter nicht kennt, das sind Bretter, die haben Holzfasern, sind aber zu 80% aus Kunststoff und daher so widerstandsfähig. Ja, das war's zu meiner Stiege, das war's zu meinem Arbeitswochenende, zu meinem verregneten Arbeitswochenende, weil an Motorradfahren einfach nicht zu denken war. Und ja, nicht einmal Balu wollte hinaus, er ist hinausgegangen, ums Eck, hat sein Geschäft verrichtet und ist gleich wieder zurückgegangen und war von 5 Minuten pudelnass. Ja, aber ist kein Pudel, ich weiß, aber... ja, und jedes Mal, wenn ich eine Runde gehen wollte mit ihm, hat er mich schief angeschaut und so nach dem Motto, ich glaube, du hast ja wirklich einen Knall, Alter. Ja, wie auch immer. Ja, ich hoffe, es wird auch besser. Ihr seht hier 12 Grad Fahrbahntemperatur. Also ein absoluter Witz für Mitte Mai. Und ja, bleibt mir nur noch eines zu wünschen. Eine unfallfreie Saison. Wir sehen uns auf der Straße. Und mir bleibt natürlich nur noch eines zu sagen, wie immer, oben bleiben.